topologische Sortierung. Letztendlich geht es um eine Reihenfolge. Wir wollen feststellen, in welcher Reihenfolge wir denn gewisse Dinge ausführen müssen. Also stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus, haben verschiedene Aktivitäten, die voneinander abhängig sind. Wenn Sie ein Haus bauen, dann macht es keinen Sinn, die Badewanne einzubauen, wenn die Wände noch gar nicht stehen. Und sowas können Sie natürlich auch als Graphenproblem modellieren, indem Sie nämlich einfach sagen, Kante UV, U und V sind die Aktivitäten und eine Kante besagt, U muss vor V ausgeführt werden. Also Beispiel irgendwie Hausbau, so ganz vereinfacht, als erstes Mauern oder die Wände, dann bringen wir irgendwie außen den Putz an oder verklinkern das. Dachstuhl müssen wir irgendwie bauen, Einzug, Innenausbau. Ist jetzt stark vereinfacht. Wenn wir die Wände mauern, das machen wir sicherlich vor dem Dachstuhl. Und der Dachstuhl muss auch erstehen, sonst gibt es kein Richtfest. Putz anbringen an den Wänden, das kann parallel dazu laufen. Innenausbau, naja, normalerweise kommen dann irgendwann die Fenster und dann wird der Innenausbau gemacht. Aber das hier beispielsweise, das könnte man eigentlich parallel machen. Das steht in keinerlei Zusammenhang. Dachdecken, Richtfest, so. Und wenn wir das fertig haben, Übergabe, dann gibt es irgendwie den Einzug. Also das wäre jetzt irgendwie so ein Problem, erstmal so ganz grob so modelliert. Ist das Problem überhaupt lösbar? Sprich, können wir diese Aktivitäten in der richtigen Reihenfolge überhaupt ausführen? Das geht jetzt hier. Wir müssen irgendwie einen Durchlauf durch den Graphen machen. Und das liefert uns genau die topologische Sortierung. Eine topologische Sortierung eines gerichteten azyklischen Graphen, also das muss schon mal irgendwie gelten, der muss kreisfrei sein, ist eine Abbildung auf der Knotenmenge, die jedem Knoten quasi eine Ordnungsnummer zuordnet, die dann besagt, dass ein Knoten mit einer kleineren Ordnungsnummer als ein anderer Knoten, das für jede Kante gilt, von V nach W, dass dann auch Ordnung von V kleiner als Ordnung von W ist. Man kann sich das so vorstellen, dass ich eigentlich die Knoten auf einer Linie anordnen kann und nur Kanten von links nach rechts habe oder von rechts nach links, je nachdem, wie ich zeichne. In nicht kreisfreien Graphen, wie wir es gerade gesehen haben, gibt es das nicht. So eine Ordnung hier möchten wir gerne ermitteln. Eine numerische Anordnung der einzelnen Knoten. Dann würde das funktionieren. Und dann schreiben wir hier die 1 dran, hier schreiben wir die 2 dran, hier kommt die 3, 7 und die 8. Und das wäre eine gültige topologische Sortierung. Wir rufen auf die Tiefensuche zur Berechnung dieser Zeiten FU für jeden Knoten U und füge jeden Knoten mit Zustand completely explored, wenn wir ihn also sozusagen abgearbeitet haben, am Anfang einer verketteten Liste in seiner Zusammenhangskomponente ein. Ja, und am Ende geben wir das ganze Biest aus. Bei der Unterhose fangen wir an. 1. Jetzt machen wir eine Tiefensuche. Und ich habe jetzt irgendwie als nächstes die Hose angezogen. 2. Wir könnten auch auf Schuhe gehen. In meinem Beispiel bin ich quasi hier runtergelaufen. Habe die Hose angezogen. Dann, ich laufe jetzt irgendwie hier runter, ziehe den Gürtel an. Also ich mache jetzt hier irgendwie von der Gürtel zum Jackett. Macht auch irgendwie Sinn. Da kommen wir nicht weiter. Gürtel wird abgearbeitet. 6. Hose können wir zu den Schuhen gehen. Die Schuhe kriegen die 7. Von den Schuhen geht es nicht weiter. Die müssten die 8 bekommen. Gehen wir zurück, den haben wir schon hier. Das heißt, wir müssen jetzt quasi eine neue Zusammenhangskomponente anfangen, würden aber erst die Hose abarbeiten und die Unterhose. Zweite Zusammenhangskomponente, die Socken wären 11, Schuhe hatten wir schon, das heißt, da kommt direkt die 12 drunter. Ich habe mit der Uhr angefangen, 13, die steht so ganz isoliert da, 14 und hier die 15, dann die Krawatte 16, 17, 18. Und jetzt müssen wir gucken, was wir denn damit tun. 1, 10, Hose war 2, 9, 13, 14 und der Kit ist 4, 5. Also das ist sozusagen Anfangszeit und Endzeit. Das passt nicht. Ist unser Algorithmus denn falsch? Dann passt aber unser Algorithmus nicht. Aufruf von DFS zur Berechnung der Zeiten FU für jeden Knoten. Der weiß ja nichts davon, von den Abhängigkeiten. Der führt ja nur diese Tiefensuche aus. Da wird dann das schon rauskommen. So die Interpretation, das passt nicht. Wir dürfen das eigentlich nicht eher anziehen, bis wir das abgearbeitet haben. Habe ich mich denn da irgendwo vertan? Füge jeden Knoten mit Zustand completely explored am Anfang einer verketteten Liste ein und dabei sind die Knoten bezüglich ihrer F-Werte abfallend von links nach rechts angeordnet. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den raus mit der größten Nummer. Das ist das Hemd. Dann kommt als nächstes die Krawatte. Dann kommt als nächstes die Uhr. Dann brauchen wir als nächstes 14 haben wir, Uhr haben wir, Socken, Unterhose, Hose, Gürtel. Wir würden also als erstes das Hemd anziehen. Die Krawatte oben drüber. Ich kann ja die Kanten nochmal einzeichnen. Von Uhr gibt es keine Kante. Es gibt von einer Krawatte noch hier eine Kante hin. Also wenn wir jetzt jede Kante des Graphen einzeichnen, dann dürfen die nur von links nach rechts gehen. Ich habe jetzt nicht genug Platz. Also das funktioniert in diesem Beispiel. Der Trick ist also jetzt, dass wir sozusagen umgekehrt entsprechend dieser F-Sortierung von links nach rechts anordnen. Hemd, Krawatte, Uhr, Socken, Unterhose, Hose, Schuhe, Gürtel. Passt. Also, das tut's. Und warum tut's das? Erstmal Laufzeit.
wiederum E plus V. Das Einfügen in die Liste geht O von 1 und der DFS-Durchlauf braucht halt genau diese Zeit. Und die Korrektheit. Korrektheit folgt halt aus der Tatsache, wenn es für zwei Knoten U und V aus V-Kante UV gibt, gilt stets, wir machen eine Tiefensuche, wir gehen sozusagen runter, ja, hier ist irgendwie Knoten U, ja, von dem gehen eine Reihe von Kanten aus und wir machen eine Tiefensuche, kommen hier beispielsweise bei dem Knoten V an. Der geht dann irgendwie weiter. Irgendwann hat er alle abgearbeitet. Und wenn er sozusagen alle abgearbeitet hat, dann ist der completely explored, kriegt er diesen Zeitstempel und dann geht er zurück und dann bearbeitet er vielleicht noch weitere oder ist halt auch dann irgendwie abgearbeitet. Das heißt, der ist definitiv, hat er einen größeren Wert bezüglich F. Damit steht dann halt links von V.